Wie wird man finanziell frei und warum schaffen es 99% der Menschen nicht? Herzlich willkommen hier zu diesem Video, wo ich einmal ein Thema besprechen möchte, wo ich letztens ein Webinar dazu gegeben habe. Wenn du dich im Newsletter anmeldest, kannst du das Recording anschauen. Wir brechen das Thema einmal ganz kurz runter. Finanzielle Freiheit. Was heißt finanziell frei werden? Wie wird man finanziell frei? Und dabei beantworten wir auch, warum 90% vermutlich der Menschen es niemals schaffen werden. Denn finanzielle Freiheit hat ganz viel mit einem Hebel zu tun. Und diesen Hebel können die meisten Menschen nicht aufbauen. Dieser Hebel ist aber essentiell, um die Hemmschwelle aufzubauen, wo das Geld für dich arbeitet, das bedeutet, du aus den Erträgen deines Kapitals leben kannst. Denn das ist finanzielle Freiheit. Starten wir vielleicht mal mit dem Begriff, was ist finanzielle Freiheit? Ich bin hier gerade in Italien, wir waren gerade ein paar Tage in einem unglaublich schönen Bergdorf, sind hier auf 1200 Meter. Und wenn man immer diese Auszeit hat, hat man immer eine tolle Möglichkeit nachzudenken. Deswegen wollte ich jetzt hier dieses Video mal mit euch teilen, weil da entsteht so unglaublich viel Mehrwert. Also, finanzielle Freiheit heißt, dass der Return deines Portfolios höher ist als dein Dream Lifestyle, also dein Traum-Lebensstil im Jahr verbrennt. Das heißt ganz einfach, passiv, ohne dass du Zeit reinstecken musst, erwirtschaftet dein Geld mehr Geld, als du ausgeben kannst, wenn du so lebst, wie du eben leben möchtest. Und die meisten Leute machen dann den Fehler und sagen, Frugalisten und so weiter, ich brauche weniger Geld, ich brauche hier gar nicht so viel. Das ist natürlich alles Schwachsinn, denn den maximalen Hebel, den du beim Sparen ansetzen kannst, ist natürlich auf Null. Der maximale Hebel, den du beim Geldverdienen ansetzen kannst, ist unendlich. Und das ist auch der Grund, warum die meisten Leute nicht finanziell frei werden, weil sie diese Hemmschwelle, ich nenne das Escape Velocity, diese Hemmschwelle, Escape Velocity, wo das Portfolio schneller wächst, als du ausgeben kannst, weil sie da nie reinkommen. Und das ist genau die Krux, denn wenn du da einmal drin bist, dann kannst du nichts mehr falsch machen. Ich gebe ein Beispiel. Es gibt verschiedenste Strategien, wie man Returns erwirtschaften kann. Ich sage jetzt mal, die einfachste ist, du bist einfach im Aktienmarkt. Dann, wie viel Risiko du nimmst, ist halt jetzt so eine Frage. Nehmen wir mal ganz wenig MSCI World, All Countries Wide, prognosefrei, wenigstes Risiko, durchschnittliche Renditeerwartung 8%. Ja, jetzt ist halt die Frage, wie viel brauchst du im Jahr? Angenommen, du hast eine Million, hast du theoretisch 80.000 im Jahr, dann je nachdem Steuern kannst du natürlich optimieren. Aber ja, dann hast du 80.000, da ist vielleicht Steuern, sind es 50.000, ist halt die Frage, reicht dir das? Das wäre jetzt mal mit MSCI World komplett prognosefrei. Ist hier super schön, die waren hier alle Sattler in diesen Dörfern, so haben die hier ihr Geld verdient. Aber ist jetzt egal. Also 8%, 80.000, eine Million, halt die Frage, wie viel brauchst du? Manche sagen, ich brauche mehr, manche sagen, ich brauche weniger. Und dann gibt es natürlich noch, wenn die ganz risikoaversen, die sagen, okay, ich mache ein Beta-Portfolio, das heißt, ich packe da noch Anleihen mit rein, ich packe da noch Rohstoffe mit rein, dann sinkt meistens die Renditeerwartung auf ca. 5%. Dann sind es halt bei einer Million nur noch 50.000. So kannst du halt ein bisschen überlegen. Gibt es zusätzlich noch Möglichkeiten mit Optionen, mit Absicherungen, denen du den Aktienmarkt versicherst, teilweise bis zu 2% pro Monat zu machen? Ich kenne auch Leute, die machen 4, 5%. Ich sage mal so, 2% sollte man schaffen. Das ist dann Cashflow. Dann kriegst du sozusagen 2% auf, wenn du jetzt wieder bei der Million bist, wären dann 20.000 Euro im Monat. Und dann kommst du halt in diesen Punkt rein, wo du sagst, wenn ich da bin, dann erwirtschaftet mein Vermögen, mein Geld, so viel Geld, dass ich leben kann, wie ich will, solange ich eben das nicht ausgebe, wird es immer mehr und mehr und mehr. Und das ist dann wahre finanzielle Freiheit. Jetzt, wo wir das besprochen haben, fragen sich natürlich die Leute, ja schön, dass du das sagst, aber wie komme ich dahin? Denn man braucht eben diesen Grundstock. Und diesen Grundstock schaffen eben 90% der Leute, 99, ich weiß jetzt irgendwie sowas, schaffen es nie dahin zu kommen, weil sie nicht verstehen, wie man da einmal hinkommt. Klar, da gibt es Leute, die es geerbt haben
und so weiter. Das sind aber dann meistens die Leute, die es dann auch wieder ausgeben und die es dann nicht eben lernen, damit umzugehen. Also die Frage ist, wie komme ich auf eine Summe, wo ich dann mit einem Return, ich kann zwischen 5-8% pro Jahr und wie gesagt, mit Sonderstrategien, die ist ein bisschen komplizierter, kann man sogar noch 2% pro Monat machen, aber ja, das wird dann hier alles langfristig Thema von YouTube sein. Das ist ja genau das, was ich hier mache, wie verwaltet man Geld, also wie kann man mit Kryptowährungen, wie kann man mit anderen Strategien noch mehr Cash verdienen auf sein Geld, aber für die meisten Leute ist ja erstmal die Frage, wie komme ich da hin, ne? Und da gibt es eigentlich nur eine Regel und die heißt Unternehmertum. Denn als Angestellter hast du immer eine limitierte Upside. Die meisten Angestellten meinen, ihr Beruf ist sicher. Ist er meistens nicht, weil der Angestellte einfach die Risiken viel schlechter einschätzen kann. Er hat also auch ein maximales Risiko, das er oft gar nicht selbst quantifizieren kann. Und vor allem hat der Angestellte eine limitierte Upside. Das heißt, ich weiß nicht, was gute Angestellte verdienen, 5.000, 10.000, manche vielleicht sogar 20.000 Euro im Monat. Das ist aber dann wirklich, ich schätze mal, das Durchschnittseinkommen ist irgendwie zwischen 3.000 und 4.000 Euro. Damit wirst du natürlich niemals finanziell frei. Das heißt, du brauchst einen Hebel, in dem du Unternehmer bist. Wenn du Unternehmer bist, das Risiko eingehst, das wird übrigens immer leichter, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo Risiken immer weiter ausgeschlossen werden. Alle Leute tauschen Freiheit gegen Sicherheit, vermeintliche Sicherheit, Angestelltentum, wollen beim Staat arbeiten und so weiter und übersehen diese ganzen Risiken, die das eigentlich mit sich führt, gar nicht. Ich meine, der Staat hat ein riesiges Risiko, da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Für Leute, Unternehmertum, Risiko eingehen. Der Unternehmer ist der Imprehendo, ne? Aus dem Lateinischen, der Entdecker. Der Unternehmer findet eine Profitmöglichkeit in einem dynamischen System. Beispiel Internet kommt auf. Jetzt gibt es auf einmal mit Amazon 1000 Möglichkeiten über Dropshipping, Bücher zu designen, diese Bücher zu verkaufen, Nischen. Longtail, darauf gehe ich im Seminar ganz deutlich ein, also Newsletter abonnieren, dann schicken wir euch das nochmal zu. Die Longtail Economy. Es geht darum, dass du als Unternehmer eine Nische finden musst, die noch nicht besetzt ist oder wo es wenig Angebot gibt. Das Internet hat den Vorteil, dass du diese Nischenobsessionen hast. Das heißt, du kannst eine jede Nische bedienen. Es gibt für eine jede Nische eine Nachfrage. Und das Internet, Google, YouTube, eBay, bringt dich zu der Nachfrage. Dann musst du natürlich eine Nische finden, wo Geld drin ist. Umso mehr Geld da drin ist, umso teurere Produkte kannst du machen. Und dann brauchst du ein unlimitierbar skalierbares Geschäftsmodell. Hier macht es jetzt ein bisschen Geräusche. Unlimitierbar skalierbar bedeutet, dass du keine Kosten hast, also keine Marginal Cost, dass die nächste Einheit deines Produkts nicht mit mehr Kosten verbunden ist, dass du dann an Unmengen an Customer rausschicken kannst. Und nur über diese Schritte, Unternehmer tun, unlimitierbar skalierbar, in einer Nische, die noch nicht besetzt ist, am besten wohlhabende Kunden, kannst du dann Geld verdienen, möglichst viel Geld verdienen. Und das Ziel muss dann wahrscheinlich sein, 50.000 Euro im Monat zu verdienen. Weil dann kannst du das Geld investieren und so kommst du dann auf den Kapitalstock von ein paar hunderttausend bis zu einer Million, wo du dann wirklich finanziell frei bist. Und was heißt jetzt finanzielle Freiheit? Das heißt nicht, sich auf die faule Haut zu legen. Alle Leute, die begeisterte Unternehmer sind, machen das aus der Freude am Tun heraus und hören nicht damit auf, nur weil sie Geld haben. Also das Ziel ist nicht, sich auf die faule Haut zu legen. Das Ziel ist Freiheit. Das heißt, nicht einer Arbeit nachgehen, weil der Chef das sagt und man das muss, sondern einer Arbeit nachgeben, weil man das eben möchte. Einer Arbeit nachgehen, weil sie einen passioniert, weil sie einen fasziniert, weil man einen Sinn dahinter sieht. Heutzutage gilt, wer Leistung will, muss Sinn bieten. Und genau aus diesem Grund kommen dann auch so viele Leute in Sinnkrisen, weil sie gar nicht lieben, was sie tun. Aber das ist jetzt was anderes. Also, wie gesagt, kurzes Recap. Finanzielle Freiheit bedeutet, einen gewissen Grundstock zu haben, aus dessen Erträgen man leben kann. Dorthin zu kommen, klappt in 99% der Fällen über Unternehmertum. Der Unternehmer findet eine Gewinnmöglichkeit in einem dynamischen System, die noch nicht ausgeschöpft ist, schöpft die aus, zieht dadurch den ganzen Gewinn raus, hat unglaubliche Renditen und dieses Geld kann man dann eben investieren und irgendwann kann man nichts mehr falsch machen, weil man eben diese Escape Velocity erreicht hat. Wenn dich das interessiert, wie gesagt, Newsletter abonnieren. Wenn du mehr zum Thema Investieren lernen willst, dann natürlich der Börsenbrief. Dort lernst du das Thema Investieren, Beta-Portfolio aufbauen. Und dann die nächste Sache ist, was ist jetzt Krypto für mich, oder? Warum mache ich Krypto?
Ich mache Krypto nicht, weil ich an Krypto glaube. Krypto ist für mich ein gigantisches Nullsummenspiel. Ich mache Krypto deswegen, weil es mir die Möglichkeit gibt, in gewissermaßen Unternehmer zu sein. Denn ich kann mit Krypto, in denen ich die Wellen spiele, know where you are, ist immer das Wichtigste. Wenn ich weiß, wo ich im Zyklus bin, kann ich jetzt in der Zeit, wo der Kryptozyklus wieder beginnt, Altcoins kaufen, Krypto kaufen und diese unglaublichen Renditen einfahren. 5x, 10x aufs Portfolio machen. Und dann, wenn ich das mit einem kleinen Teil meines Portfolios gemacht habe und ich dann die 5 bis 10x rausgezogen habe, in den letzten Krypto-Runs hatte ich teilweise 30, 40x. Ich glaube nicht, dass dieses Mal wieder 40x drin sind, beziehungsweise ist halt die Frage, wie viel Risiko du fahren willst. Aber dann packst du das in, dann nimmst du eben die Gewinne mit, packst es in ein Beta-Portfolio, sicherst das Geld, dann kommt eben wieder die Blase, platzt, Korrektur und so weiter und dann kannst du wieder günstig einkaufen. Und ja, und so macht das Spiel immer Spaß, Spaß, Spaß. Und in der Zwischenzeit darf man einfach nicht vergessen, wie schön diese Welt ist. Ich liebe Berge, das ist das Thema. Also, ich freue mich über ein Abo und über deine Meinung in den Kommentaren. Ich bin jetzt raus und wir sehen uns im nächsten Video.